I'm gonna ride, I'm riding free. So come on, let's go along, come on, let's journey with me. So, ich hoffe, jetzt erreichen wir endlich Level 13. Ich habe unser Outfit ein bisschen verändert. 15, Level 15, genau, ja, meine ich ja, habe ich doch gesagt. Weil ich finde, dass die Sachen jetzt farblich einfach besser dazu passen, bis wir uns die richtigen Sachen leisten können. Und die haben ja auch ein paar Punkte, also werden sie es tun. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Rennen wir brauchen werden, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr viel sein. Und dann ist unser kleiner Goldie erwachsen. Oh, sie werden so schnell groß. Danach werde ich dann auch, denke ich mal, eventuell, ich bin noch nicht ganz sicher, zu Babygirl wechseln. Das, wie gesagt, muss ich das mal noch gucken. Eigentlich wäre ja als nächstes Snow Surprise dran, der passt ja farblich auch ganz okay. Ja! Aber auf dem Pony? Naja, der muss ja auch irgendwann mal Level 15 erreichen, denke ich, ne? Ich denke, ich mache das doch auch so, dass ich jetzt die Pferde in der Reihenfolge, in der ich sie gekauft habe, hochleveln werde. Ich meine, gut, Thundercloud, also Wölkchen, ist ja schon relativ weit. Der ist ja jetzt schon Level 12. Dadurch, dass wir den aus der App haben und gut, Spirit brauchen wir nicht leveln, aber die anderen Pferde alle. Okay, noch immer nicht. Dann gucken wir mal hier nach. Es zieht sich jetzt zum Ende hin wirklich wie Kaugummi, ne? Das ist der Hammer. Aber wir schaffen das schon. Oh. Ah, verdammt. Auch gut. Da geht's auch lang. Oh, jetzt werde ich richtig nostalgisch und erinnere mich an das erste Mal, dass ich dieses Rennen hier gemacht habe und geradeaus weitergeritten bin. Gott, das war so intelligent. Ah, total intelligentlich. Oh, Loretta ist immer noch hier oben. Richtig. Richtig, richtig. Wir haben ja hier noch Quests offen. Für Tanzparty. Aber im Moment weiß ich noch nicht, ob Star Stable immer noch weiter abstürzt. Es ist noch nicht der folgende Mittwoch vorbei. Es sind 3 Tagen und deswegen bin ich jetzt, was Questen angeht, erstmal vorsichtig. So. Überall erstmal neue Höchstleistungen abholen. Ah komm, wie viel fehlt denn hier noch? So, noch 190, okay. 190 XP. Die sind ja wohl jetzt in diesem Pole Banding hier drin, oder? Nein, sind sie nicht! Das gibt's doch nicht. Grrr. Als ob es hier für nur 125 XP gibt. Dafür, dass es so schwierig ist. Ich mag das nicht. Kein großer Fan davon. Ich auch nicht. Ha, irgendwie kriegen wir die Kurven gerade nicht so gut. Ich schätze mal, wir haben jetzt nicht so die Klamotten an, die einem die hohe Agilität oder wie das heißt geben. Dass man sich so gut nach links und rechts bewegen kann. Aber naja. So, Josh, her damit. Immer noch nicht, ey. Ich fass es nicht. Dieses kleine Fitzelchen, was uns da jetzt noch fehlt, ey, das. Gucken wir uns den Silverglade ab. Nehmen wir Steves Rennen, das ist doch ein schöner Abschluss. Aha, du machst es also alles ohne mich, ja.
Komm doch nach Silverglade, dann reiten wir das zusammen. Nein. Dann nicht. Ja, darf ich meine Pferde nicht füttern? Soll ich so lange auf dich warten? Ja, ich bin sowieso nach Silverglade. Dann warte ich so lange auf dich. Gebe ein bisschen mit meinem neuen Outfit an. Wobei das ja zu meinem Pferd jetzt nicht so sehr passt, weil mein Pferd trägt jetzt, ja nicht wirklich, aber so eher das Outfit für Cantarella, also den Bösewicht aus dieser Serie oder was das da ist. Aber egal. Klasse. Irgendwo mitten im Rennen bin ich jetzt wieder gespawnt. Kannst das Rennen noch weitermachen? Ja, sicher. Yo, Steve. Aber gut, dass es jetzt abgeschmiert ist, anstatt wenn irgendwie danach. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt noch irgendwie da, wie das angefangen hat. Ja. Mal gucken. Ja, das sind jetzt alleine nur hier für heute 3 Aufnahmen schon. Es wird ein Spaß, das alles später zusammenzuschneiden. Ey. Bitte stürz nicht ab, bitte stürz nicht ab, bitte stürz nicht ab, bitte stürz nicht ab. Aber das kann nicht von unserer Internetverbindung oder unseren Rechnern herkommen, das ist Schwachsinn. Ich meine, erst stürzt es bei dir ab und dann bei mir. Wir wohnen ja nicht mal in dem gleichen Bezirk oder haben den gleichen Anbieter oder irgendwas. Wir haben auch unterschiedliche Computer. Es muss am Spiel liegen. Komm schon. Ich will nur Level 15 erreichen. Bin schon happy. Schon total happy. Auch hier wieder eine neue Höchstleistung natürlich. Okay, Steve. Woo! Gib uns Level 15. Das machst du toll. Dein Pferd ist um ein Level gestiegen. Hey, sagt einem das jetzt nichts irgendwie Besonderes? So hier, du hast was erreicht? Nö. Hier, 33.000. Gold Pumpkin ist vollkommen ausgelevelt. Ich freue mich wie Bolle. Beende aber jetzt die Aufnahme, bevor die kaputt geht, weil das Spiel wieder abstürzt. Ja. Bis dann. Hier durch die Gegend. Ich bin nicht ganz sicher, was Maya jetzt hier für ein blaues Quest für mich hat, deswegen filme ich das jetzt einfach mal. Ilva, du kannst doch melken. Kannst du nicht Rosi dort hinten melken? Oh, ich soll die Kuh melken. Oh, ich bin hier vor. Ich wusste nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein neues. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was das noch Blaues auf der Map ist. Rosi, du Süße. Die ist so putzig. Wenn ich jetzt Tanzrennen laufe auf Spirit mit Holly hinten drauf. Am besten wäre das noch mit dieser Sackfrau gewesen. Na los, gib mir Geld dafür. Gut gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Wow, da kriege ich einfach nur 15 Ocken und 15 plus Ruf in Moorland. Aber gut, immerhin. Etwas. Na gut.